uns sehen Sie täglich neue Videos. Abonnieren Sie kostenlos unseren Kanal. Es war der Höhepunkt einer Intensivtrainingswoche der Polizeifliegerstaffel und der Bergwacht aus Hessen. Am Dienstag übte man in Willingen gemeinsam die Rettung von Menschen aus der Ettelsbergseilbahn vom Hubschrauber aus. Nach Betriebsschluss der Bahn setzten sich zwei Mitarbeiter der Bergwacht als Passagiere in die Gondeln. Auf halber Strecke wurde die Bahn wie bei einem Ausfall angehalten. Vom Hubschrauber aus seilten sich anschließend weitere Helfer der Bergwacht auf das Dach der Gondeln ab. Sie legten den Passagieren Gurtzeug an, mit dem diese anschließend über die Seilwinde des Hubschraubers befreit werden konnten.